Hallo bei den Nerdsnacks, schön, dass du mit mir Mathe machen möchtest. Es geht um die letzte Aufgabe der ZP10 2022 in Mathe und zwar hieß die Parabel und Rechteck. Wir gucken mal rein. Viel Spaß. Du hattest gegeben eine Parabel, die hatte die Funktionsgleichung minus 0,5x² plus 5,5. Plus 5,5 ist hier dein Scheitelpunkt. Du siehst auch, es ist eine achsensymmetrische Parabel. Dann hatte jemand auf der Parabel Punkte eingezeichnet und hat die quasi senkrecht nach unten verbunden mit der x-Achse und hat dadurch ein Rechteck rausbekommen. Das wird später noch wichtig. Erstmal solltet ihr in Aufgabe A zeigen, dass A1, also der Punkt hier, auf der Parabel liegt. Und zwar hat er die Koordinaten 3 und 1. Jetzt setzen wir das eine in die Funktionsgleichung. F von 3, weil das ist hier mein x, setze ich also hier ein, minus 0,5x². Also x ist ja jetzt 3, also mal 3 Quadrat plus 5,5. Das ist gleich minus 0,5 mal 9, das sind minus 4,5 plus 5,5 und das ergibt 1. Wenn du in die Funktion f3 eingibst, dann bekommst du 1 raus und damit hast du gezeigt, rechnerisch, dass der Punkt 3, 1 auf der Parabel liegt. Bei Aufgabe B solltest du mit den Eigenschaften der Parabel begründen, dass der Punkt b1 mit minus 3 und 1 auch auf f liegt. Jetzt kann man sagen, ja, das kann man ja hier sehen. Das reicht aber nicht. Es steht nämlich in der Aufgabenstellung, begründe mit den Eigenschaften der Parabel. Wenn ihr euch die Parabel nochmal genau anschaut, dann seht ihr ja, die Parabel verläuft gleichmäßig links und rechts entlang der y-Achse. Das heißt also, sie ist achsensymmetrisch, nennt man das. Und deshalb könnt ihr sagen, die Parabel oder f ist achsensymmetrisch und a1 mit 3, 1 liegt auf f, dann liegt der Punkt b1 mit minus 3 und 1 auch auf f. Die Punkte c1 und d1 liegen auf der x-Achse und bilden damit ein Rechteck. Und jetzt solltet ihr den Umfang berechnen. Und ich habe hier den Umfang nochmal aufgeschrieben, das ist gleich 2 mal a plus 2 mal b. Wenn wir uns das anschauen, dann haben wir die Seite A mit 6 cm und die Seite B mit 1 cm. U ist gleich 2 mal 6 plus 2 mal 1 und das ergibt 14 cm. Bei Aufgabe D solltest du den Punkt A2 mit 1 und 5 eintragen und dann noch das ergänzen zu einem Rechteck A2, B2, C2 und D2. A1, 5, A2. Dann spiegel ich den an der y-Achse hier hin. Das ist dann mein Punkt B2. Jetzt gehe ich runter auf die x-Achse. Das ist mein Punkt C2, spiegel den an der y-Achse, das ist mein Punkt D2. Dann solltet ihr das Ganze noch verbinden zu einem weiteren Rechteck. Und damit wart ihr schon fertig mit der Aufgabe D. Jetzt hat jemand eine Formel für den Umfang aufgestellt, der bei allen möglichen Rechtecken funktionieren soll. Römisch 1, 2 mal 2x plus 2 mal, und dann in Klammern, minus 0,5x² plus 5,5. Wichtig dabei ist, dass x größer 0 ist. Und jetzt sollte man den Umfang berechnen für a2, 1, 5. Also anstatt x setzen wir 1 ein. Das ist dann 2 mal 2 mal 1 plus 2 mal, Klammer auf, minus 0,5 mal 1 Quadrat plus 5,5. 2 mal 2 sind 4. Mal 1 sind 4, plus 2 mal minus 0,5 mal 1 Quadrat sind minus 0,5, plus 5,5, 4 plus 2 mal 5, und das sind gleich 14. Und jetzt fällt mir auf, dass der Umfang bei beiden Rechtecken der gleiche ist.
Nur mal so für den Hinterkopf. Im nächsten Schritt hat ein Kind den Term römisch 1 vereinfacht zum Term römisch 2. Und jetzt solltet ihr zeigen, dass das beides Male die gleichen Terme sind. Das heißt also, ihr geht hin am besten, am einfachsten, nehmt euch den ersten Term vor und vereinfacht den. 2 mal 2x plus 2 mal minus 0,5x Quadrat plus 5,5. 2 mal 2x sind 4x minus x Quadrat plus 11. Jetzt kann ich das umstellen. Das sind minus x Quadrat plus 4x plus 11. Und das ist das gleiche wie hier. Also habe ich gezeigt, dass die identisch sind. Wir haben also jetzt hier minus x Quadrat plus 4x plus 11 gleich 14,75. Minus x Quadrat plus 4x plus 11 gleich 14,75. Jetzt rechne ich minus 14,75 minus x Quadrat plus 4x minus 3,75 gleich 0 mal minus 1 x Quadrat minus 4x plus 3,75 gleich 0. Und jetzt kann ich die PQ-Formel anwenden. X1, 2 ist gleich minus minus 4 halbe plus minus Wurzel aus 4 halbe zum Quadrat minus 3,75. X1, 2 ist gleich minus minus wird plus und 4 halbe sind 2, also plus 2 plus minus Wurzel aus 2 Quadrat sind 4, minus 3,75. X1, 2 gleich 2 plus minus Wurzel aus 0,25. Das ist gleich x1, 2 gleich 2 plus minus 0,5 und daraus folgt, dass x1 gleich 2,5 und x2 gleich 1,5 sind. Jetzt solltet ihr noch das Ergebnis der Parabel in Bezug auf die Rechtecke unter der Parabel erklären. Wir wussten ja, dass der Umfang durch diese Formel berechnet werden kann. Das heißt also, wenn der Umfang für 2x bei 14,75 liegt, dann bedeutet das, dass ich zwei Punkte habe, für die das zutrifft. Nämlich einmal den Punkt mit dem x-Wert 2,5 und einmal den Punkt mit dem x-Wert 1,5. X gleich 1,5, der ist dann hier oben irgendwo. Und dann der Punkt bei 2,5, der ist dann hier irgendwo. Die beiden Rechtecke, die man dann ziehen kann, haben einen Umfang von 14,75. Das war meiner Meinung nach die schwerste Aufgabe von der ganzen ZP10, also auch diese Teilaufgabe war die schwerste. Den Rest, die restlichen Teilaufgaben fand ich alle total gut machbar, total fair. Es waren Textaufgaben, ja. Ich lese es ganz häufig, dass halt eben Leute sagen, ja, das ist ja eine deutsche ZP gewesen. Es geht darum, dass ihr eine komplexe Textaufgabe versteht und dann halt eben daraus eine vernünftige Lösung im mathematischen Sinne erarbeitet. Ich werde noch mal ein Video machen, wie ich die ZP10 allgemein fand, ob ich denke, dass es zu einfach, zu schwer war. Ich hoffe, ich konnte dir erstmal ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass du ein paar Fehler gemacht hast. Mach dich damit nicht verrückt. Das gibt Punkte für ganz viele Sachen. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal mit der ersten Version von der MSA. Wie gesagt, die MSA 2 Version kommt noch mit dem ersten Prüfungsteil und die HSA Prüfung, sobald ich die habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr irgendwie an die Prüfung rankommt, dann könnt ihr mir die auch gerne mailen. Oder euren Lehrern sagen, hier, schickt ihr den mal, damit ich die durchrechnen kann. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, genießt eure restliche Schulzeit. Wir werden voneinander lesen und sehen, davon gehe ich fest aus. Bis dahin.